Hallo, willkommen zum RAMShop 24 YouTube-Channel. Es gab jetzt länger keine Videos von uns. Das lag aber leider daran, dass wir unheimlich viel zu tun hatten und es kommen jede Menge Neuerungen auf euch zu. Also wie gesagt, wir haben selber einiges entwickelt und haben aber auch viele Neuerungen dazu gekauft und importiert, die auch schon bei uns sind. Wir hatten nur noch keine Zeit, die einzustellen und dazu Reviews zu machen, wobei da werden jetzt viele Reviews kommen. Also gerade über die Feiertage hoffe ich mal, dass ich ein bisschen Zeit finde und mir die ganzen Produkte mal vornehmen kann. Aber eine Neuerung, die wirklich ganz wichtig ist für die RAM-Szene, wollte ich euch nicht vorenthalten, und zwar die neue HK416 von Umarex. Ja, da sind ja alle ganz heiß drauf. Ich habe ja irgendwie seit Monaten E-Mails und Anrufe, wann die denn jetzt endlich kommt und hin und her. Also wie gesagt, wir haben hier einen fertigen, in Anführungsstrichen, Prototypen. Also der ist verkaufsfertig, so wie er ist. Die Waffe ist ja gerade in der Zulassung und wird auch in Kürze erscheinen. Also wir erwarten die erste Lieferung in KW-52, das ist Mitte Dezember. Da kriegen wir ein kleines Los von, glaube ich, knapp 100 Waffen. Also wie gesagt, wer eine haben will, ranhalten. Die Dinger sind wahrscheinlich ruckzuck weg. Wir haben schon einige Vorbestellungen, aber noch sind welche verfügbar. So, ich werde es jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Ja, hier im gewohnten Koffer, das ist jetzt noch kein fertig gelabelter Koffer, das ist ein Aufkleber von uns. Also wenn die dann geliefert wird, hat die genau wie die TM4 hier so ein Aufkleber drauf mit Modellbezeichnung und so weiter. Aber es ist wie gewohnt der Umarex-Koffer, den ihr auch alle schon kennt von der normalen TM4 und von der RIS-Version. Ja, hier ist das gute Stück, wie man sieht, mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt. Das ist das Erste, was mir eigentlich gleich aufgefallen ist. Die Verarbeitung ist im Ganzen stimmiger geworden. Es ist sehr viel Liebe aufs Detail gelegt worden. Also viele Kleinigkeiten, so wie Markings rundherum an der Waffe, die bei der normalen TM4 halt nicht so, sagen wir mal, liebevoll und üppig angebracht wurden, sind hier eigentlich schön umgesetzt worden. Gleich mal vorweg, das hier ist einfach nur eine kleine Produktpräsentation. Ja? Also ich habe jetzt keine, weil viele werden dann wieder sagen, ja, aber da musst du dies machen und das anders machen und so weiter. Also das soll einfach nur eine ganz kleine Produktpräsentation sein, um euch das Ganze mal zu zeigen. Wie gesagt, ausgiebigere Tests kommen dann noch. Wir werden zwar heute auch mal schießen und ein bisschen gucken, aber ich erwarte keine großen Neuerungen, weil, wie gesagt, das kennen wir ja schon, das System. Also das ist ganz normal die TM4, so wie man sie auch kennt, nur in einem neuen Gewand. Ja, also umgepimpt auf HK416. Es sind minimalste Änderungen gemacht worden, die man sieht in den Internals, aber das ist wirklich minimal, das zeige ich euch später. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, genau dieselbe Waffe. Und dieser kleine Produktionsstopp, der jetzt quasi war zu Ende des Jahres, ist, weil die an der normalen TM4 und an der RIS-Version genau diese Mängel auch, also sagen wir, diese Kleinigkeiten, die noch verbessert werden können, werden da auch behoben. Also im Januar oder im Februar kommt die nächste Lieferung von den TM4s, also von den normalen und von den RIS-Versionen, und da ist das dann hundertprozentig ausgemerzt. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich vergleiche einfach mal die TM4 oder erzähle euch mal ein bisschen, was jetzt hier Neueres ist an der HK416 oder der TM4, was da jetzt verändert wurde. Ich habe mir da mal kleine Notizen zugemacht, und zwar, das sind beide Waffen, sind natürlich, wie gehabt, nach wie vor im 43er Kaliber, also 10,8 mm, sind halbautomatisch. Es gibt zwar auch Exportversionen mit Vollauto, die sind aber in Deutschland nicht zugelassen. Und nein, es gibt auch keine Exportsätze und auch keine Exportfedern und so weiter. Und wie gesagt, ich habe aber auch, nur um das mal zu bemerken, im Ausland mal die Möglichkeit gehabt, sowas auszuprobieren, und es macht gar keinen Sinn. Also bei 14 Schuss im Magazin ist Vollauto eigentlich sinnlos, und mehr Leistung braucht die Waffe eigentlich nicht, weil die so schon echt gemeingefährlich ist. Und wie gesagt, wir wollen ja damit RAM spielen, und wie gesagt, jeder, der mal so ein Geschoss auf, keine Ahnung, 2-3 Meter abgekriegt hat, der weiß, was das für Schmerzen sind. Ja? Also wie gesagt, macht eigentlich keinen Sinn. Die Waffe hat genug Bums, das wollte ich mal so vorweg sagen. Also da braucht man nichts dran tunen oder modifizieren oder irgendwas dran umbauen. Das ist wirklich eine schöne Waffe, die man so out of the box kaufen kann. Man kann zwar jede Menge Sachen dran modifizieren, sagen wir mal, die man ändern kann, wenn einem das Spaß macht, aber es muss nicht unbedingt gemacht werden. So, also bin ich wieder abgeschweift. Also wie gesagt, es ist definitiv alles gleich geblieben, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Also das gröbste Merkmal, was sich geändert hat, logischerweise, ist das Rissystem. Das ist neu gemacht worden. Es ist ein längerer Lauf. Das ist also schon eins der wirklich markantesten Unterschiede, der längere Lauf. Weil, wie gesagt, Läufe kriegt man dafür ja nicht, oder Wechselläufe. Und somit hat man jetzt hier mal die Chance, an den längeren Lauf zu kommen. Dann sind natürlich die ganzen Markings angebracht worden, HK416 Pistolengriff,
Dann die HK416 Stock mit den HK-Markings hinten drauf. Hat eine etwas andere Visierung. Ja, hier ist alles ein bisschen detailreicher geworden. Hier sind zum Beispiel diese Semi-Safe- und Full-Auto-Zeichen sind jetzt auf beiden Seiten angebracht und wie gesagt auch jetzt hier verdeutlicht. Hier sieht man auch die Markings. Ja, und auch hier vorne kann man das ganz gut sehen. Ja, da steht es drauf: Warning, read operation manual before use. Und mal gucken, auf der anderen Seite. Hier ist auch diese Trademark-Geschichte drauf von Heckler & Koch in Deutschland. Und hier, wie gesagt, sieht man auch nochmal die Full-Auto-Semi- und Safe-Markings. Wobei, wie gesagt, es funktioniert in Deutschland nicht. Also es geht nur Safe und Semi. Ja? Full-Auto ist nicht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, der längere Lauf und das etwas andere Risssystem bewirken natürlich auch, dass da ein kleines bisschen mehr Gewicht drauf ist. Also die normale TM, also die Rissversion von der TM4 liegt bei 2,8 Kilo und die HK416 liegt bei knapp 3 Kilo, also knapp über 3 Kilo sogar. Die Lauflänge, die ist eigentlich gravierender Unterschied, und zwar ist die bei der normalen TM4 und bei der Rissversion bei 260 mm und bei der HK416 liegt die bei 380. Also das ist ein ganzes Stück länger geworden. 12 cm ist heftig. Ja. Wobei, wie gesagt, wir haben da auch verschiedene Tests gemacht und gut, da spalten sich die Meinungen. Ich bin also kein Fan von längeren Läufen. Also sie bringen nicht mehr, im Gegenteil. Weil es, wie gesagt, die Reibung erhöht sich und es ist ja nicht mehr Leistung da. Und ab einem gewissen Punkt wirkt sich das sogar negativ aus. Aber gut, wir werden es dann sehen. Ich werde nachher mal ein paar Probeschüsse machen und dann gucken wir mal, ob das mit der Präzision irgendwas verändert hat. So, dadurch hat sich natürlich auch die Gesamtlänge jetzt verändert. Die Rissversion hat im eingefahrenen Zustand 68 cm und ausgefahrene Schulterstütze 76 cm. Die HK416 hat eingefahren 80 cm und ausgefahren 88 cm. Ansonsten haben die Waffen beide knapp 6,5 Joule. Das schwankt natürlich immer ein bisschen, je nachdem, dadurch, dass die halt mit CO2 betrieben werden. Also sie werden beide mit diesen Standardmagazinen betrieben, die man ja noch von der TM4 kennt. Ja, da hat sich also nichts geändert. Ihr könnt also dieselben Magazine für beide Waffen verwenden. Und da wird unten halt eine 12 Gramm CO2-Kapsel reingemacht. Hier kommen die 14 Schuss Powderballs oder was auch immer ihr verschießen wollt rein. Da hat sich nichts geändert. Aber dadurch, dass halt CO2 als Antriebsmittel, sagen wir mal, relativ temperaturempfindlich ist und so weiter, schwankt die Energie halt. Im Sommer, wenn es heiß ist, ist es ein bisschen mehr. Und im Winter, wenn es kalt wird, ist es natürlich ein bisschen weniger. Aber sagen wir mal so, um die 5,5 bis sogar 7 Joule haben wir also alle schon mal gehabt. Auch mehr, ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, also die Waffe hat genug Dampf. Ja. So, jetzt zeige ich euch die Waffe mal ein bisschen im Detail, dass man einfach mal so ein bisschen besser sehen kann. Ich meine, es sind ja so viele Fragen aufgekommen, wobei auch schon ganz gute Bilder im Netz kursieren. Also wie gesagt, wir werden jetzt auch die Tage unsere Produktbeschreibung aktualisieren und da mal ordentliche Fotos reinstellen. Ein bisschen höhere Auflösung, dass man auch ein paar Details mehr sieht. Aber so ein Video zeigt einfach viel besser, wie so eine Waffe aussieht. Also wie ihr hier seht, sehr, sehr feine Lasergravur mit den HK-Markings. Sieht total cool aus, sehr schön gemacht. Das F-Zeichen ist auch kleiner geworden und so weiter, nicht mehr so massiv wie vorher. Sonst steht einfach, finde ich auch sehr schön, dass jetzt Marker draufsteht. Also 43 Kaliber Marker finde ich auch cooler auf jeden Fall. Ach so, dann hier sieht man ganz schön die Feuerverstellung, also Feuerwahlhebel. Ja, da geht natürlich logischerweise nur die zwei Positionen. Und nein, wenn man es abschleift, wird sie nicht Vollauto. Ja, die Fragen habe ich auch schon 100 Mal gehabt, wenn man das hier entfernt, ob man dann wieder Vollauto hat. Nein, ist es nicht. Es ist definitiv ein komplett anderes Griffstück. So, hier ist der Pistolengriff. Der ist ganz cool gemacht, finde ich. Also wie gesagt, es kommt dem Original sehr, sehr nahe. Ist teilweise ein bisschen klobig. Also wenn man große Hände hat, geht's. Aber sag mal, für kleinere Hände ist es nichts. Die Form ist gewöhnungsbedürftig. Also ich finde ihn jetzt nicht so schön, aber gut, das ist ja Geschmackssache. Genauso wie der Hinterschaft. Ich finde, es gibt schönere, aber das ist, wie gesagt, für Fans, die halt unbedingt eine HK416 Edition haben wollen, sind hier voll auf ihre Kosten gekommen. Hier sieht man schön die HK-Markings auch drauf. Der Schaft ist verstellbar, indem man hier unten drauf drückt, kann man hier ganz wie gewohnt halt die Länge halt einstellen und das rastet dann auf den jeweiligen Punkten wieder ein. Der Klapperfaktor ist auch ziemlich gering, der ist bei dem echten auch nicht besser. Hier hat man die Möglichkeit, halt eine Sling zu befestigen, hier auch wie gehabt bei der TM4 auch schon. Und hier vorne sind auch nochmal zwei Möglichkeiten. Des Weiteren hat man hier halt, wie gesagt, diese Bajonettaufnahme. Ja. Und hier ist noch ein kleines HK-Marking oben. Also finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Hier vorne ist halt, wie gesagt, diese Inschrift, die halt besagt, dass man doch bitte mal die Bedienungsanleitung lesen sollte.
Und hat, wie gesagt, lizenzierte Version Heckler & Koch. Macht natürlich auch einen schlanken Fuß. Ja, wirklich schön gemacht. Ach so, ansonsten, was noch sehr markant ist hier innen drin, die Internals sind schwarz luxiert. Das war bei der alten, nicht bei der TM4, also bei dem Vorgängermodell, war das Silber. Ja, und hier ist es jetzt schwarz und auch komplett das ganze Innere ist schwarz, das zeige ich auch gleich mal. Ansonsten, wie gesagt, die Staubschutzklappe, da hat sich nichts geändert. Und hier ist jetzt an der Seite noch die Beschriftung halt dran. Ja, das ist bei der anderen auch nicht. Und dadurch, dass natürlich jetzt hier die Gravuren sind, hat sich das alles ein bisschen nach oben verschoben. Aber haben sie trotzdem schön gelöst, ja. Die Visierung ist ganz gut, ist jetzt nichts Besonderes, aber sie rastet ordentlich ein und die Verarbeitung ist ordentlich. Also kann man nicht meckern. Alles in allem, wie gesagt, macht die wirklich einen sehr, sehr schönen Eindruck und ist gut gelungen. Also muss ich wirklich sagen, ist eine gelungene Waffe. So, ich gucke jetzt nochmal schnell nach meinem Imbusschlüssel. So, und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze von innen aussieht. Also wie ihr hier seht, das Ganze ist auch wieder eine One-Pin-Geschichte, also sehr einfach zu zerlegen. Ihr habt hier diesen Pin, den drückt ihr einfach mit irgendwas raus, mit einem Stift oder mit einem Kugelschreiber oder irgendwas einfach durchdrücken. Der kommt dann hier auf der anderen Seite raus. Und das Schöne ist, der ist geblockt, also der kann nicht rausfallen. Hier ist so eine Nut in drin, da ist so ein kleiner Konterstift. Ich zeige das mal. Das ist bei der TM4 auch übrigens, ja, also das ist alles gleich geblieben. Aber der kontert halt diesen Stift, dass der nicht verloren geht. Finde ich halt cool gemacht. Und dann könnt ihr die Waffe ganz einfach zerlegen in zwei Hälften. Ja, habt ihr den Lower und Upper Receiver. Also bei dem Lower Receiver hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist alles gleich. Ja, das ist also auch alles wie gehabt. Da sind jetzt keine besonderen Neuheiten oder irgendwas, wo man sagen sollte, okay, da haben die jetzt mordsmäßig was gemacht. Ich hatte jetzt, wie gesagt, ich habe die Waffe ganz frisch reinbekommen gestern. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, da großartige Tests mitzumachen. Aber das sieht jetzt von der Verarbeitung nicht anders aus. Also das nimmt sich nichts. Ja, das ist also, wie gesagt, alles wie gehabt. So, das ist also, wie gesagt, der Lower Receiver. Und jetzt kommt halt der große Unterschied bei dem Upper Receiver. Wenn ihr jetzt seht, bei der HK416 und auch bei der normalen TM4 Riss, könnt ihr einfach, wenn ihr hier oben an dem Hebel zieht, seht ihr, könnt ihr hier komplett die ganzen Internals rausnehmen. Ist eigentlich sehr schön gemacht, auch zum Reinigen und so ist das toll. Da kommt man hier wunderbar dran. Und dieses Teil hier, ja, also das ist ja der Lauf mit Patronenlager. Also da kommt hier unten, dockt ja das Magazin an, da geht dann der Luftstoß durch. Und hier werden dann die Kugeln einzeln reingeladen und die werden dann hier drin, innen in so einem kleinen Rubber Grommet gehalten und werden dann quasi nach vorne rausgeschossen. Also das ist jetzt schwarz. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Das hatten wir bei unseren auch schon eluxieren lassen. Aber es ist halt immer super aufwendig, die Waffen halt zu zerlegen und dann einzeln alles wegzugeben zum Eluxieren. Das nervt ein bisschen, aber wie gesagt, finde ich ganz schön. Ich hoffe, dass das bei der TM4 Riss und bei der normalen auch gemacht wird. So, jetzt kann ich euch mal vergleichsweise, ich habe hier noch einen von der normalen TM4, die Internals. Sekunde, hier ist die. So. Also, jetzt sieht man das ganz gut. Das ist jetzt hier von der normalen TM4 oder von der Rissversion, wie man sieht, ist hier quasi die alte Geschichte. Ja, die hat halt hier jetzt, wie gesagt, das ist nicht eluxiert, das sieht man. Das sieht halt nicht so schick aus. Und wobei hier das sich auch schon abnutzt. Also ich weiß nicht, wie gut und wie lange das Eluxal sich darauf halten wird. Wie ihr hier seht, hier haben wir mal rumexperimentiert. Das war eine von unseren Testwaffen, die haben wir einfach mal schwarz gesprüht, um bei den ersten Tests mal zu sehen, wie es aussieht. Aber normalerweise ist das hier auch alles Silber. Ja, und hier auch die Stange ist auch schwarz, die ist bei der anderen nicht schwarz. Und was hier auch sehr deutlich auffällt, ist, dass dieses Teil halt hier jetzt eine Feder drin hat und rausguckt und das hier nicht. So, also da sieht man ganz deutlich, dass jetzt hier die Internals ein bisschen anders aufgebaut sind. Und zwar hier, mal gucken, wir versuchen das ein bisschen höher zu halten. Also, mal gucken, da. Und zwar hier ist der eigentliche Update, also das eigentliche Update an der ganzen Geschichte. Ihr seht hier innen drin ist jetzt eine Feder und hier ist keine Feder. Hier ist ein kleiner Zylinder. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf dem Video, aber ich hoffe es. Und diese Feder, die drückt halt diesen Pin immer weiter nach vorne, immer wieder nach vorne und hier nicht. Hier schlabbert es. Und von hinten sieht man es eigentlich auch ganz gut. Da sieht man deutlich den Unterschied. Ja, also da ist es modifiziert worden. Das ist jetzt hier geschlitzt. Anders als da. Also da ist also definitiv einiges dran gemacht worden. Inwiefern das jetzt, sagen wir mal, die Haltbarkeit der Waffe beeinflusst oder welche Vorzüge es hat, weiß ich noch nicht. Ich werde mich da mit Umarex nochmal kurz schließen. Die sind natürlich jetzt kurz vor der Weihnachtszeit sowas von ausgelastet. Die haben überhaupt keinen Nerv und keine Zeit für sowas, was ich auch verstehen kann. Aber ich werde da sicherlich mal irgendeinen Techniker demnächst ans Telefon kriegen und dann werde ich mir mal erklären lassen, wo jetzt da die genauen Unterschiede liegen oder was jetzt der Vorzug ist. Es fühlt sich auf jeden Fall tausendmal besser an. So viel kann ich als
Technikleihe in Anführungsstrichen schon mal sagen. Ja, also es fühlt sich definitiv viel geschmeidiger an und viel hochwertiger. Und ich finde, das ist also ein schöner Schritt nach vorne. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass das bei der normalen TM4 und bei der RIS-Version auch gemacht wird. Ja? Also das wäre wirklich schön. Wobei ich sagen muss, ich muss dieses Teil auch ein bisschen in Schutz nehmen. Da sind schon echt ein paar tausend Schuss raus. Also ein paar tausend reicht gar nicht, ein paar zehntausende von Schuss. Also das ist eine der ersten TM4s, die auf den Markt gekommen sind. Und die habe ich schon heftigst im Gebrauch gehabt. Ja, also dafür ist die wirklich toll. Muss ich auch nochmal dazu sagen, weil alle mich gefragt haben, ja, wann hast du denn mal Zeit für ein zweites Video und mal eine Review machen, wie denn die Qualität und Langzeittests und so weiter. Also da kann ich vorab nur sagen, die TM4 ist wirklich eine ganz tolle Waffe. Ich bin total zufrieden damit. Ich habe eigentlich überhaupt keine Störungen damit gehabt. Das ist wirklich nicht gelogen. Klar, hier und da gab es mal ein bisschen Probleme, wenn es kälter wird. Das haben wir aber auch gelöst, das Problem. Das zeige ich euch gleich mal. Und wir beschäftigen uns natürlich super intensiv mit dieser Waffe und versuchen halt, ja, sagen wir mal, kleinere Anbauteile und Zubehörteile zu produzieren oder zu besorgen, die halt diese ganze Geschichte im Spielbetrieb einfach nochmal verbessern. Ja, also wie gesagt, das zeige ich euch gleich mal. Wir haben halt zwei, drei coole Sachen, die ich euch nicht vorenthalten wollte, die auch an die HK416 passen, also nicht nur an die TM4, sondern die passen an alle drei Modelle ran. Und ansonsten, wie gesagt, zu der Haltbarkeit kann ich echt nur sagen, eine Schwachstelle kann ich euch mal zeigen. Und zwar, das ist eigentlich das, was, wenn es Probleme macht, oder wenn irgendetwas Probleme macht, dann macht das hier Probleme. Ich versuche mal so nah wie möglich ranzugehen. Da. Und zwar diese zwei ganz, ganz kleinen Ohrringe, die hier sind. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier sitzen zwei kleine Ohrringe drauf. Und diese Ohrringe, die dichten beim Magazin. Ich weiß nicht, ob meine Kamera überhaupt so schnell scharf stellen kann hier. Und zwar kommt das hier drauf. So muss man sich das vorstellen. Also wenn das drin steckt, so, das Magazin, das flanscht hier an. Ja, und die dichten quasi zwischen Magazin und der Waffe ab. Also das heißt, die, hier, Entschuldigung, so, peinlich. Also hier kommen die Munition raus. Also da kommen die Kugeln raus, die gehen hier vorne rein. Ich habe nur eben gerade parallel gefilmt und geguckt, das geht natürlich nicht. Also so kommt es normalerweise drauf. So müsst ihr euch das vorstellen. Und hier kommt der Druck raus. Also wenn jetzt die CO2-Kapsel hier unten reingekommen ist und das Ganze angestochen ist, dann ist hier ein kleines Ventil. Na, da. Da schlägt dann dieser Hammer halt drauf. Und der gibt dann halt einen Stoß, CO2-Stoß frei, der geregelt ist. Und dieser Druck wird dann übertragen, geht dann hier in dieses Teil hier rein und geht dann von da in den Lauf und drückt dann quasi das Geschoss aus dem Lauf raus. Also das ist ganz einfach gemacht. Und wenn diese beiden kleinen Ohrringe Probleme machen, dann wird es interessant. Und zwar, wenn die verschlissen sind oder bei, wenn man halt falsch zuführt oder Schmutz im Magazin hat, gehen die dann doch mal kaputt. Deswegen sollte man die immer schön fetten oder zumindest versuchen, die irgendwie feucht zu halten, gerade in der kalten Jahreszeit, also immer schön geschmiert halten. Und wenn die Dinge halt kaputt sind, das merkt man daran, dass der Druck nicht mehr sauber übertragen wird. Und dann habt ihr zum Beispiel Ladehemmung, das heißt, der Blowback funktioniert nicht. Ja, und wenn ihr dann abdrückt, dann hört sich das zwar an wie ein Schuss, aber es kommt nichts raus oder sie repetiert nicht. Also ihr habt nur einen Schuss und die repetiert dann einfach nicht mehr. Das heißt, die müssen dann ausgetauscht werden. Und das sind sehr, sehr spezielle Ohrringe. Wir haben die Gott sei Dank jetzt mittlerweile gefunden. Aber wenn die zu dick sind, funktioniert es nicht. Und wenn sie zu dünn sind, funktioniert es auch nicht. Also da haben wir lange gesucht, bis wir die passenden Ohrringe gefunden haben. Die haben wir jetzt aber und die kommen auch bald ins Sortiment. Dann könnt ihr die kaufen, weil, wie gesagt, das ist immer ärgerlich, wenn die Waffe am Spieltag ausfällt wegen so einem Mist und ihr kriegt es einfach nicht dicht. Also wir haben es mal versucht, ja, provisorisch mit Teflonband konnte man sich da mal behelfen auf einem Spiel, aber toll war es nicht. Aber wie gesagt, Rettung ist in Sicht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man die HK416 oder auch TM4 wieder zusammensetzt. Das ist ja vollkommen egal, ob es jetzt eine normale oder eine Rissversion ist. Und zwar geht ihr einfach genau wieder rückwärts vor. So, also ihr müsst jetzt hier den Charging Handle einfach wieder draufsetzen. Das ist eigentlich ganz einfach. Da ist so eine kleine Nut, die kommt da rein. Achtung, darauf achten, dass die Feder hier ordentlich sitzt. Dann steckt ihr das ganze Ding hier oben wieder rein. So, also sehr, sehr einfach eigentlich. Dann sitzt das Ganze wieder in Position. So, jetzt kommt das Einzige, was ein bisschen gefummelt ist, weil das eine Neuwaffe ist. Wenn die Waffen neu sind, ist das ein Albtraum. Da geht das echt schwer am Anfang, muss man ein bisschen rumspielen. Aber ihr seht jetzt, hier ist halt dieser kleine Stift mit der Feder und der muss in diese Nut rein. Ja, und dann muss das Ganze so schräg angekantet werden. So, das ist immer so ein bisschen nervig. Mal gucken. Naja, es hat geklappt. So, oder? Nicht zu früh freuen. So. Also, jetzt sieht man es wieder. Und dann einmal testen.
Funktionstest. Läuft alles. Ja. Also ihr seht auch, die Staubschutzklappe springt auch auf, wie beim Original. Das ist also echt cool gemacht. Ein satter Sound auch. Also es hört sich richtig gut an, gerade mit dem Charging-Handle und so weiter. Und das Coole ist, ihr seht halt jetzt auch hier die schwarzen Internals. Das sieht halt tausendmal cooler aus jetzt als bei der normalen oder bei der RIS-Version. Ich habe die andere jetzt gerade zerlegt. Ich baue die gleich mal zusammen, dann zeige ich euch nochmal, wie es anders da aussieht. Und auch der Abzug klingt gut. Also ich muss sagen, das Ding, der Abzug ist gut. Der ist irgendwie ein bisschen straffer als vorher. Das kann aber auch nur daran liegen, dass die Waffe wirklich so neu ist. Wobei mir kommt schon vom Gefühl her so vor, als ob da was gemacht wurde. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Gefühl, wie gesagt. Ja. Meine ist halt auch schon so ausgelutscht, deswegen ist es halt ein schlechter Vergleich. So, ich habe jetzt intelligenterweise keine normale, in Anführungsstrichen, TM4 Riss mitgenommen, sondern habe mir den falschen Koffer gekrallt, beziehungsweise einen im Büro stehen lassen. Wir sind nämlich jetzt hier auf dem Schießstand, damit wir mal ein paar Tests machen können. Jetzt habe ich hier meine komplett gemoddete Testwaffe quasi mitgenommen. Deswegen sieht man jetzt, also da ist nichts mehr original an dem Ding eigentlich so gut wie. Also da ist ein anderer Griff drauf, anderes Risssystem und. Aber da kommen wir auch schon zu einer wichtigen Neuerung, die wir halt auch für die HK416 zeigen wollten. Und zwar ist das zum Glück jetzt so gut wie fertig. Also wir haben da echt Gas gegeben, war eine Menge Entwicklungsarbeit und da musste einiges noch gemacht werden. Es ist auch nicht ganz 1000%ig noch nicht, aber zumindest kann man es schon mal vorführen. Und zwar haben wir jetzt unseren Gen 2 Klappschaft auf dem Markt. Und zwar, das Ding ist diesmal wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gelungen. Sicherlich ist das jetzt ein bisschen, ja, man sagt ja immer, Eigenlob stinkt. Aber das Teil ist echt abgefahren, ja. Und das passt halt auch an die HK416. Also, wie gesagt, wir haben jetzt da lange nach einer Lösung gesucht. Wir haben leider nichts gefunden, was komplett fertig so funktioniert hat. Mussten da einiges anfertigen lassen und machen und tun. Und das ist jetzt hier eine USA-China-Deutschland-Kooperation sozusagen. Ja, also besser gesagt, die Deutschen oder wir Deutschen haben versucht, die Fehler der Chinesen auszumerzen, was uns nicht so ganz gelungen ist. Aber zumindest denke ich mal, dass das Ergebnis sich trotzdem sehen lassen kann. Und zwar passt er sich sehr, sehr schön an. Also die Neuerung sitzt genau hier, wie ihr das seht. Ja. Und das Coole ist, es ist wirklich Plug and Play. Also ihr baut die alte Stocktube ab. Das würde also hier bei der HK416 auch gehen. Ihr macht einfach ganz normal hier das Ding ab. Die Stocktube, wie das funktioniert, habe ich schon mal in einem anderen YouTube-Video gezeigt. Ich kann es aber dann auch noch mal gerne nochmal zeigen in einer anderen Review. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Also man nimmt dazu einfach den Schaft ab. Das geht hier bei der genauso wie bei allen anderen auch. Also einfach hier das Teil hochziehen. So, mal gucken. So, dann müsst ihr hier, mal gucken, ich mache mal größer. Also normalerweise müsste hier eine Abdeckung drüber sein. Okay, oh, ist nicht drauf. Normal ist hier eine Abdeckung, die macht man ab. Da ist eine kleine Schraube, Imbusschraube, die man löst. Dann kann man hier mit dem Schraubenzieher, besser mit dem Imbus reingehen, besser gesagt. Da sitzt hier unten am Ende eine Schraube. Das sieht man wahrscheinlich nicht, aber ist auch egal. Also kann man rein, braucht einen relativ langen Imbus, um da reinzukommen. Dann löst man diese Schraube, muss diese Konterschraube hier, diese Kontermutter hier lösen. Und dann kann man die ganze Stocktube abnehmen und auch diesen Sling Attach hier kann man dann abmachen. Und dann kann man hier entweder mit oder ohne Sling Attach, hier ist es jetzt ohne Sling Attach montiert, aber ihr könnt auch den Sling Attach mit dran machen, wenn ihr wollt. Könnt ihr dann hier unseren Adapter drauf bauen. Und das Coole ist, ihr könnt dann ganz normal eure Stocktube hier wieder draufschrauben und kontert die mit dem Ring, dass die dann mittig sitzt. Ich zeige es auch nochmal von unten. Und also das ist schon eine ganz heiße Kiste hier. Ja, ich zeige es nochmal von der anderen Seite. Da sieht man es dann nochmal besser. So, hier. Und zwar habt ihr dann hier auf der Seite, habt ihr hier diesen Release-Knopf. Den müsst ihr dann drücken. Und dann, tada, siehe da, klappt der komplette Schaft ab. Das Ganze sieht dann so aus. So. Was natürlich im Spielbetrieb ungemeine Möglichkeiten hat und viele, viele Vorteile bringt. Man sieht hier von hinten, wie gesagt, das ist relativ leicht befestigt. Da ist ein Adapter, der wird dann hinten einfach mit einer Schraube reingedreht. Da wird eine andere mitgeliefert, die Originalschraube passt nicht. Also hier ist wirklich nichts mehr von der Stange. Das ist alles irgendwie zusammengeklustert, zusammengeklaut, umgebaut, modifiziert und verändert. Aber jetzt passt es, es ist ein stimmiges Ding. Und wie gesagt, es ist wirklich hochwertig gemacht. Auch die ganzen Adapter und so, die ganzen Teile, die ersetzt werden mussten, sind alle aus Stahl, aus dem Vollen gedreht. Also da bricht auch nichts ab oder schlackert irgendwas. Und das Coole ist halt, wie gesagt, ihr könnt dann halt die Waffe umklappen. Ja, und in die andere Richtung geht es dann auch wieder. Und ihr habt trotzdem noch die Teleskopfunktion von eurem Schaft und könnt auch noch andere Schäfte drauf montieren. Das geht natürlich auch noch. Ja, was eigentlich eine extrem, extrem coole Lösung ist. Also ich habe mich da so nach gesehnt, nach sowas,
weil gerade wenn man jetzt CQB spielt, ist man natürlich mit dem langen Ding ziemlich angemeiert. Ja, also das ist wie gesagt eine unserer großen Neuerungen momentan dieses Jahr. Da kommen noch mehr, aber das wollte ich mir halt jetzt nicht entgehen lassen und im Zuge dieser Review das auch gleich mal vorstellen, damit man sieht, also das passt auch an die HK416 dran, ist in Kürze im Shop. Des Weiteren hier unsere Risssysteme, wobei das eher für die Riss-User und für die TM4 normal gedacht ist. Also wir haben ein Risssystem entwickelt oder besser gesagt machen lassen. Das Goliath-System nennt sich das. Ja, das ist jetzt hier eine 10-Zoll-Version. Das Goliath-System haben wir in drei Längen, und zwar 7, 10 und 12. Ist extrem hochwertig verarbeitet, muss ich wirklich sagen. Also die Qualität ist sehr, sehr gut. Und sie passt halt absolut nahtlos auf die normale und auf die Rissversion drauf. Das sieht man hier also. Die hat also auch einen Konterring und alles. Ist also speziell auf diese Waffen abgestimmt und gibt dem Ganzen halt eine extrem coole Optik. Ja. Wird also ein kleines bisschen wuchtiger und verändert das Handling halt phänomenal. Also meiner Meinung nach. Ja. Also das Goliath-System ist auch neu. Bei uns im Shop haben wir drei verschiedene Längen. Dann haben wir hier unseren Solid Core Hinterschaft im MacPull Style. Ist von der Qualität und Verarbeitung identisch. Ja, wirklich super gut. Haben wir in Desert und in Schwarz. Ist halt nur, wie gesagt, kein irgend so ein gefaktes Zeug. Das ist halt MacPull, wie MacPull PTS. Ist halt Solid Core PTS. Sieht man auch hier. Da steht es drauf. Ja, also es ist kein MacPull Fälschung oder irgendwas, sondern es ist einfach nur nachgebaut mit Gummikappe und wesentlich günstiger, aber in sehr guter Qualität. Und wir haben hier auch passend für die TM4 diese Pistolengriffe hier. Die haben wir auch in Schwarz und in Desert. Die haben hier unten ein kleines Fach, wo man halt noch Sachen reinmachen kann. Werkzeug oder ähnliches kann man hier einfach öffnen. Und die sind halt absolut passgenau. Also da müsst ihr nichts bohren oder umschrauben oder irgendwie fummeln, sondern das Ding passt 1:1 auf die Waffe drauf, ohne jede Modifikation. Und schließt hier hinten auch schön bündig ab. Also ist wirklich ein sehr schönes Zubehör, was ich euch empfehlen kann. Und eine ganz, ganz neue Geschichte, was ganz frisch jetzt gekommen ist. Ihr kennt ja noch unseren Air-Through Remote Adapter. Den haben wir für die TM4 gemacht. Der ist dafür da. Ich habe ja vorhin eins der Probleme angesprochen, die immer im Winter auftreten oder bei kühleren Temperaturen. Und zwar dadurch, dass die Waffe halt mit CO2 betrieben wird, fällt die Leistung massiv ab. Das heißt, ihr habt immer das Problem, wenn ihr halt im Winter die Waffe verwenden wollt, sagen wir mal so ab 10 Grad. Also wir hatten bisher nur Probleme gehabt dann und es war sehr, sehr ärgerlich. Und wir haben halt trotzdem die Möglichkeit, jetzt im Winter zu zocken. Und dadurch haben wir diesen Air-Through-Adapter entwickelt. Und das war halt einfach hier eine Lösung, um, ich zeig das mal, ein Mamba-System, was man ja aus dem Paintball-Bereich kennt, an diese Magazine anzuschließen und somit die Waffe von dem doch sehr anfälligen CO2 auf Presslauf umzurüsten. Ja, es haben natürlich viele Leute gesagt, oh ja, weiß ich nicht, oder ob das so gut ist und ist ja umständlich und keine Ahnung, aber wie gesagt, jetzt ist die Nachfrage groß, weil alle gemerkt haben, wie genial das Ganze ist und was für Riesenvorteile das hat. Und wir haben, wie gesagt, eine Kleinstserie gemacht, das war unheimlich teuer, da haben wir eine ganze Menge bei draufgelegt, das wurde alles in Deutschland gefertigt und von deutschen Leuten entwickelt. Und das ist, wie gesagt, unsere Erstversion und wir haben halt daraus gelernt, haben viele Sachen verändert und jetzt können wir euch endlich die neue Version zeigen. Und zwar haben wir da einige Sachen einfließen lassen, weil unsere Kunden uns halt gesagt haben, ja, da ist dies würde ja gern anders und das hätten wir gern anders und. So, und hier präsentiere ich euch, mal gucken, ich gehe mal ein bisschen näher ran, den neuen Air-Through-Adapter. Der ist natürlich jetzt wesentlich professioneller. Das Ding ist, wie gesagt, komplett in Deutschland hergestellt. Also da ist nichts irgendwie im Ausland gemacht worden. Von der Idee bis zu den ganzen CNC-Arbeiten, bis hin zum Eloxieren, Lasern und so weiter, das ist alles in Deutschland gemacht. Ja, also das ist keine China-Fertigung oder irgend so ein Müll und dementsprechend ist auch die Qualität. Wir konnten wegen der gesteigerten Stückzahlen jetzt auch den Preis etwas senken, Gott sei Dank. Und wie gesagt, Neuerungen sieht man eigentlich ganz klar. Ich lege diesen kleinen Stift mal weg. Und zwar, wir konnten in der Länge massiv was einsparen. Das zeige ich jetzt mal so. Also wie ihr seht, der ist eine ganze Ecke kürzer geworden. Wir haben auch den Füllnippel verkürzen können. Wir haben hier oben gemerkt, dass diese Rändelschraube, die hier oben ist, dieses war ja eigentlich ganz witzig, um das reinzudrehen in die Magazine. Das Ganze haben wir jetzt entfernt. Und stattdessen haben wir jetzt hier diesen kleinen konischen Stift.
den man hier oben in dieses Loch reinstecken kann. Ja? Also da wird dieses kleine Loch reingesteckt. Und dadurch hat man halt die Möglichkeit, wenn man das Ganze in die Waffe einführt, in das Magazin einführt, ja, und also ihr zieht es erst mit der Hand an, so, bis nichts mehr geht, und dann handfest, ja, also jetzt hier nicht brutal, sondern einfach nur für die letzte Umdrehung das Ding reinmachen, und wie gesagt, dann sieht man ja, das ist also wirklich sehr, sehr harmonisch jetzt, da steht jetzt eigentlich fast nichts mehr aus dem Magazin raus, und ihr habt natürlich die Möglichkeit, dank Mamba, am geeignetsten ist eigentlich hier so eine mit diesem Slide-Check, ja, nennt sich das. Und zwar ist das so, wenn auf der Waffe, auf der Flasche Druck drauf ist, während des Spiels zum Beispiel, könnt ihr den Druck hier runternehmen. Das heißt, ihr zieht das Ding nach hinten, dann ist kein Druck drauf, und ihr schiebt es nach vorne, ist Druck drauf. Und das wird dann einfach hier unten eingehakt. So, also auf dem Teil angehakt. Und dann könnt ihr halt hier Druck drauf geben und abnehmen und habt dann quasi die Möglichkeit, mit Pressluft im Winter zu spielen oder auch, wenn ihr einfach mal nur einen kleinen Funktionstest machen wollt. Und. Also wie gesagt, die Vorzüge kennt ihr ja zu Genüge. Wie gesagt, und wir haben jetzt endlich wieder in großen Stückzahlen diesen Adapter jetzt ab Lager. Also der ist ab heute Abend wieder käuflich und ist wirklich sehr, sehr gelungen. Also wie ihr seht, es verändert jetzt wirklich nicht so sehr die Optik der Waffe. Also ich finde, es ist noch zu entschuldigen, ja, wenn man bedenkt, was für Vorzüge man hat. Also sieht man eigentlich ganz gut, ist wirklich schick. Und ihr habt da die Möglichkeit, wenn ihr die Magazine halt dann zurücksteckt, beim schnellen Magazinwechsel, Magazin ist leer geschossen, Luft ab, abziehen, Magazin wegstecken, neues Magazin raus, da ist schon ein Adapter dran, also ihr braucht mehrere davon nach Möglichkeit. Steckt das halt wieder an, macht wieder Luft drauf und dann habt ihr wieder die Möglichkeit, weiter zu zocken. Also, wir versuchen jetzt mal die HK416 zu kronen. Oder was sagt, wir kronen die jetzt einfach mal. Und zwar ganz normal Powderballs, Kaliber 43. Und die Dinger wiegen ungefähr im Schnitt 0,95 Gramm. Ja, also das nageln uns halt jetzt nicht fest. Wir haben mit einer Feinwaage 10 Schuss gewogen, haben die Differenz genommen. So, ich habe den Mündungsfeuerdämpfer abgemacht, weil man einfach dann besser sieht, wo der Lauf endet. Und es ist auch einfacher, durch den kleinen Kroni durchzuschießen. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht irgendwo da hängen bleiben. Also, es geht los. Der erste 6 Joule. 6,7. 6,45. 4,2. 5,78. 4,02. Ups, das war nix. Das war auch nix. Das war auch nix. Ich glaube, jetzt habe ich den Kroni geschrottet. Ja, mit dem Kron, das müssen wir aufs Büro verschieben. Das müssen wir bei uns machen, weil der Kroni, den wir dabei haben, der ist einfach so eng von der Öffnung, da kommen wir kaum durch. Da berühren die Geschosse andauernd die Außenwand. Ist leider jetzt etwas schlecht vorbereitet, tut mir leid, aber war jetzt relativ spontan das Ganze. Also wir machen das gleich im Büro nochmal und schießen dann durch den großen Kroni mit dem Bogen. Das ist einfacher und dann gehen wir gleich nochmal die Schussergebnisse durch. Aber was wir jetzt schon so sehen konnten, ist, dass die Leistung gleich ist. Also es nimmt sich nicht viel. Ja, also das ist, die schwanken zwischen 4 und 6,5 Joule. Also das ist genau wie bei der TM4 auch. Durch dieses CO2 geht es halt immer hoch und runter, hoch und runter. Aber das kennt man ja schon. Also da hat sich natürlich nichts geändert. Und der lange Lauf, ich denke nicht, dass der irgendwas verändert daran. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Präzision. Wir haben eben schon mal geschossen. Und es ist aber auch nicht merklich. Also ich würde sagen, wie gesagt, mein Schlussfazit, sehr, sehr schöne Version von der TM4. Cooles Zubehör für einen relativ geringen Aufpreis, hat man also wirklich eine sehr, sehr coole Waffe. Die Heckler & Koch Markings finde ich total cool, das ist sehr, sehr schön gemacht. Also wie gesagt, kaufen. Ja, man hat keinerlei Nachteile, sicherlich auch den ein oder anderen Vorteil und wie gesagt, eine absolut coole Optik. Das Risssystem ist sehr gut verarbeitet, der Lauf ist gut, schöner Griff, ein guter Stock. Und man hat halt wie gesagt diese schwarzen Internals halt, die halt auch nochmal cooler aussehen. Und also alles sehr, sehr stimmig, muss ich sagen. Eine schöne Waffe, also ich kann es nur empfehlen. Ja, also das war so unser Abschlussreview. Wie gesagt, das Kronen reiche ich dann nochmal nach, das schalte ich gleich nochmal zwischen. Und wie gesagt, bis jetzt Top-Waffe.